Ja, hallo, liebe Individualisten und herzlich willkommen. Ich bin der Chris und es geht weiter mit unserem Videotagebuch von unserem Abenteuerspielplatz. Ihr seht da hinten schon wieder den Eingang zu unserem Bunker. Und der Grund ist ganz einfach, weil wir haben jetzt die Sicherungen, die wir für den Generator brauchen, organisiert und die möchte ich heute einbauen und schauen, ob wir jetzt dann endlich mal Strom aus unserem Aggregat rauskriegen. Sollte dem so sein, dann werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich mal die Pufferbatterien, die ich daheim stehen habe, mal mitnehmen. Mal schauen, ob das dann alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber jetzt geht es mal darum, wirklich zu schauen, dass aus dem Generator endlich mal Strom rauskommt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es fängt gerade wieder zum Schneien an. Wir haben heute den 16. März, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist auf jeden Fall Samstag, 2018 übrigens. Und ja, wir hatten es eigentlich die ganze Woche über immer so um die 10, 12, 13 Grad. Und jetzt am Wochenende natürlich, muss natürlich wieder kalt werden. Es fängt zum Schneien an. Ja, also schon langsam muss ich sagen, könnte jetzt echt dann mal der Frühling kommen. Aber ich wollte mich noch bei euch entschuldigen, dass es jetzt so lang kein Video von mir gegeben hat. Lag ganz einfach daran, dass ich 2 Wochen echt richtig schlimm krank war. Ich hatte es in der Grippewelle auch richtig böse erwischt. Bin eine Woche wirklich gar nicht aus dem Bett gekommen. Und ja, die zweite Woche dann auch noch ja, halt von daheim aus ein bisschen gearbeitet und so, aber halt dann immer noch viel geschlafen und ausgeruht und ja, war echt richtig, richtig mies. Aber jetzt bin ich wieder da, jetzt geht es wieder weiter und ich hoffe, dass ich jetzt wieder in meinen wöchentlichen Rhythmus reinkomme. Ich habe auch schon noch durchaus ein paar Ideen auch für die nächsten Wochen, was ich so an Videos machen möchte. Also es wird nicht immer nur hier beim Bunker weitergehen, natürlich auch. Immer wieder mal zwischendurch, aber wir planen so ja, etwa einmal im Monat zum Bunker zu kommen, so im Großen und Ganzen. Aber ansonsten zwischendurch soll es dann auch immer wieder mal ein bisschen ein paar andere Sachen natürlich geben. Wie zum Beispiel Wanderungen, vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Ausrüstung wieder und auch alles ja, andere mögliche Zeug. Auch die Höhlensaison ist nicht mehr allzu weit weg. Ein bisschen dauert es noch, aber auch da stehe ich schon in den Startlöchern, habe da ein paar Ideen und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Und was auch noch kommt, in der nächsten Zeit ist ein kleines Teaser-Video für eine Veranstaltung von meinem Schlittenhundeverein, beziehungsweise unserem Wanderverein. Ja, in dem Sinn gehe ich jetzt erstmal in den Bunker da heraus. Jetzt ist nämlich ganz schön kalt jetzt schon wieder. Es kühlt jetzt gerade echt ab. Also es ist echt merkbar, dass es echt gerade die Temperatur auch runtergeht. Ziemlich krass. Ja, ich schaue jetzt mal, dass ich ins Trockene komme. In den Bunker zum Generator. Und dort hole ich euch dann wieder ab. Ja, wir sind jetzt hier wieder in unserem Generatorraum. Und ich werde jetzt mal erst wieder den Tank runternehmen, damit ich zu der Elektronikbox dazu komme. Und ich würde sagen, gehen wir es einfach mal an. Näher ran, dass ihr auch ein bisschen was seht. Genau, so. Jetzt haben wir hier unsere Elektronikbox oder Elektrikbox und hier drinnen eben dann hier den Sicherungsautomat und dann werden wir jetzt erstmal eine neue Sicherung reintun. Das heißt, wir nehmen uns hier
eine frische Sicherung heraus. Die lasse ich natürlich dann auch gleich da, falls wieder mal was passieren sollte. Eben die Sicherung dann hier in diese Aufnahme hier hinein. Und zwar so, dass dieser Knopf zur Kontrolle da oben bei diesem Schaufenster rausschaut. Ich hoffe, man sieht das. Und das heißt, wir tun das da jetzt erstmal unten rein. Oder vielleicht erst oben. Schauen wir mal, wie es besser geht. So geht es besser. So, jetzt haben wir hier die Sicherung drinnen. Man hat dann hier hinten auch den Anschlag, dass man es nicht drüber drücken kann. Ja, und jetzt werden wir das erstmal durchmessen. Jetzt muss einbauen und dann da kein Strom durchgeht. Das wäre nämlich ganz blöd. Das heißt, wieder das Messgerät heraus und Widerstandsmessung. Und dann schauen wir einfach mal. Wie es da aussieht. Jetzt nehmen wir einmal den Kontakt hier unten und einmal den Kontakt hier oben. Ja, wunderbar. Irgendwas um die 5 Ohm. Also eindeutig Durchgang. Das heißt, wir bauen jetzt das Ganze hier wieder ein. Hinein in den Automaten. Zugeklappt, sodass das ganze Ding auf Kontakt geht. Und was wir jetzt noch machen werden, ist, dass ich jetzt auch noch schaue, den Durchgang prüfe, hier an der Sicherungseinheit sozusagen, damit ich weiß, ob der ganze Sicherungsautomat hier eigentlich soweit sauber funktioniert. Ja, wunderbar. 2 Ohm, das heißt, dass ist jetzt soweit mal sauber. Das heißt, hier sollte es wieder Strom durchgehen. Ich muss natürlich jetzt, damit ich den Generator anwerfen kann, erstmal den Tank wieder draufsetzen und die Elektronikbox dazu entsprechend zumachen. Ja Leute, der Generator ladet. Es war tatsächlich die Hauptsicherung. Ja, in dem Sinne, schon mal ein sehr erfolgreicher Tag. Ich werde jetzt noch die Schrauben wieder festschrauben von dem Tank, damit das alles wieder sauber steht. Und werde mir dann den Rest der Elektrik noch anschauen, weil wie gesagt die Batterien definitiv kaputt sind. Das heißt, ich muss mir jetzt dann nochmal anschauen, einerseits, wo ich dann die anderen Pufferbatterien, die ich noch daheim habe, einbauen kann, wie wir das machen, beziehungsweise eben auch dann schauen, wie die Stromkreisläufe generell ausschauen,
weil hier in dem Kasten da neben mir sind die ganzen Spannungswandler und alles drinnen. Da ist aber, wie gesagt, eben die Frage hier wirklich, wie schaut das alles aus, wie funktioniert das? Ja, das ist jetzt der nächste Schritt quasi, dass wir da jetzt nochmal schauen, wie sich das alles bedienen lässt. Aber ich muss sagen, ich bin schon mal sehr happy und sehr, sehr zufrieden, dass das funktioniert hat, dass ich das Problem sozusagen gefunden habe und lösen konnte. Das finde ich schon mal ziemlich geil, muss ich sagen. Bin ich echt ziemlich happy drüber. Jo, und wie gesagt, jetzt bauen wir das noch zusammen und dann schauen wir mal, wo die Leitungen laufen und dann schauen wir mal, was wir jetzt sonst noch so tun. Mal zum Hauptschalter. Schauen wir mal, was passiert. Er hat den René geschalten, die Lampe leuchtet. Das ist schon mal gut. Weiter geht's. Jawohl! Wunderbar! Ich bin's, der Daniel. Du bist der Tiroler. Der Chris. Aber es wäre leider, da erinnern so wie ein Waschbecken oder was. Das ist ja kein Luxushotel. Ich hätte mir das schon mit, ein Bett habe ich, brauche ich noch mal Platz. Ein Waschbecken. Ja. Und dann nächste Dusche oder was? Ja. Dann kannst du da draußen noch. Eine Dusche. Ja. Muss aber warten, bis anfangen zum Regnen. Die Tanne. Ja. Ja. Es ist warm und kühl gleichzeitig. Naja, die Lufttemperatur an sich ist noch relativ ist noch gut, aber das ist die Wärmestrahlung vom Ofen. Nein, lass offen. Also das kommt mir um. Du kannst mir aufklappen. Ja, aber die kann man, wenn man sie zu belangt, dann ganz gut trocknen. Ja. Ja, gut gemacht. Wie duftet wohl. Geht auch rein. Und die will ich noch schneiden. Ja, ja. Mahlzeit. 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 Wir haben jetzt zwei Semmeln rein. So, jetzt gleich. So. Zwei Semmeln. Ich darf nicht mehr beim Saufen. Ja. Wir haben ja ein bisschen halt da zum Saufen. Und der schlürft gerade einen Glühwein. Mhm. mit Waldfrüchten.
Ja, wir haben jetzt noch heraus auch ein bisschen weiter gemacht. Also vor allen Dingen hier drüben, wo der Hochstand, der ehemalige, gelegen ist. Ich zeige euch das dann gleich nochmal von ein bisschen weiter weg mit ein bisschen Überblick, dass man sieht, dass wir da jetzt durchaus ein bisschen mehr Platz wieder haben. Auf die Hütte gehört dann noch das Dach drauf im Frühjahr dann. Und ja, natürlich noch einiges mehr zu tun. Aber es ist wieder ein bisschen was weitergegangen heute. Mich freut es natürlich, dass der Generator funktioniert und auch der Rest der Elektronik eigentlich zu funktionieren scheint. Finde ich echt klasse. Und ich hoffe, dass wir jetzt dann auch über die nächsten Wochen dann immer wieder mal herkommen können und dann mal vielleicht auch mal ein bisschen mehr als nur ein paar Stunden da sind, dass wir einfach auch ein bisschen mehr weiterbringen, größere Projekte in Angriff nehmen können. Also zum Beispiel dann eben auch irgendwann unser Buschkraftlager, die Räume unten im Bunker noch ordentlich zusammenräumen, alles herrichten. Gibt es natürlich noch so einige Projekte, was wir da so vorhaben. Und ja, aber ich denke, für die paar Stunden, was wir heute wieder da waren, haben wir wieder ganz schön was geschafft. Und bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Tag, war gut. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt noch so ein paar Impressionen, wie es momentan gerade so ausschaut. Und damit lasse ich das Video dann gut sein, verabschiede mich an dieser Stelle schon mal von euch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.